Wir sind gerade aufgestanden. Heute hat der Kleine bis 9 Uhr geschlafen. Und jetzt ist es halb 10. Und er ist jetzt angezogen, gewaschen und angezogen. Und den Body haben wir von DM. Und diese Jogginghose von H&M. Die gibt es hier in verschiedenen Farben. Und die Säckchen sind auch von H&M. Sag hallo. Was hast du denn? Wow. Ja, und ich mache ihm jetzt erstmal was zu essen. Ne? Gibt Reisflocken mit bisschen Obstpüree. Dann spielen wir ein bisschen. Gell? Was steht heute noch an? Und heute fahren wir zu unseren Freunden nachher gegen 3. Die wohnen hier so eine Stunde weg. Ich gehe dann noch duschen, mache mich fertig. Und wir nehmen euch heute so ein bisschen mit durch den Tag. Wir essen gerade und meckern dabei. Hier. Ja, was ist da los? Hier. Und zwar gibt es heute Fruchtpüree, Erdbeere von Himbeere in Apfel oder so und Reisflocken von Hip zum Essen. Und zum Trinken gibt es Früchtetee von Hip. Ja, und das lecker, ne? Fruchtpüree mag er besonders gerne. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich muss nur noch meine Haare föhnen und mich umziehen. Und dann müssen wir den Ari noch fertig machen. Und dann fahren wir los. Ne? Aber was ich euch noch zeigen wollte, und zwar haben wir ganz süße Sachen gekauft. Und meine Mama hat uns noch vom Lidl, da habt ihr bestimmt das Angebot gesehen, da gab es Babysachen. Da hat sie uns hier für den Ari diese süße Latzhose geholt. Total niedlich. Und dann hier noch so ein süßes Polo mit einer kleinen Tasche. Und hier nochmal ein dunkelblauen Polo mit einem kleinen süßen Fisch drauf. Und wir haben nochmal bei H&M eingekauft. Nur 3 Sachen diesmal. Aber was ich total süß fand und was mit musste, ist diese süße Latzhose für den Sommer. Und zwar habe ich die in größer geholt. Das ist jetzt 74. Ich hoffe, er passt dann da im Sommer rein, wenn wir in Urlaub fahren. Total niedlich und die ist so ganz dünn und ganz weich. Also total bequem. Und dann haben wir ihm hier noch so ein Unterhemd geholt. Da habe ich gedacht, falls wir in den Garten gehen, meine Eltern haben den Garten. Und er da rumplanscht, kann er das immer anziehen. Das ist auch so niedlich, das Design. Und dann haben wir hier noch ein T-Shirt, was auch total süß ist. Auch mit so einem kleiner Brusttasche und sieht so ein bisschen maritim aus. Musste auch mit. Ja, also das war's. Und ich muss jetzt noch Geschenke einpacken. Und zwar hatte der Kleine von meiner Freundin Geburtstag, der ist 2 geworden. Und da zeige ich euch, was wir geholt haben. Ich habe einfach mehrere Sachen geholt. Einmal jetzt für den Sandkasten hier so ein Set. Total süß, und Piratenset zum Spielen für die warmen Tage. Dann haben wir hier einmal Knete von Play-Doh geholt. Dann haben wir nur so kleine Wasserpistolen geholt. Ich meine, also erst 2. Mal gucken, ob er damit spielen kann. Aber so kleine gehen ja immer. Und dann haben wir hier einmal hier, Moment, so ein Knister, Glibbi-Knisti geholt. Das ist hier sowas. Das tut man in die Badewanne und das soll dann angeblich knistern. Das Wasser soll knistern. Da bin ich auch mal gespannt, ob das so funktioniert. Mal gucken, was meine Freundin dann erzählen wird. Und dann haben wir
für den März noch einmal hier Sachen suchen, meine Wimmelbilder, so ein kleines Buch. Das ist ganz cool, da kann man halt hier so Sachen sind hier aufgelistet, die man dann in diesem Wimmelbild suchen muss. Und da ist auch so eine kleine Geschichte immer dabei. Total niedlich. Und dann haben wir noch ein Buch geholt. Fanden auch sehr cool, meine ersten Märchen zum Vorlesen. Sowas geht natürlich eh immer. Und dann haben wir noch für den Kleinen von denen, also für den Ennis, der jetzt bald eins wird, habe ich nur so ein Holzspielzeug geholt. Hier so eine Holzraupe. Ja, und das versuche ich jetzt einzupacken. Der Ari spielt hier neben mir, der Papa trainiert gerade. Und ich zeige euch mal, was der Kleine hier macht. Ja, hallo. Der spielt hier mit seinem Schmetterling oder Libelle, was auch immer. Von Lamas ist die. Oder Lamasé, Lamas, weiß ich nicht, wie das ausgesprochen wird. Das ist hier so eine Raupe, die knistert und quiekt. Und hier gibt es noch was zum Beißen, das ist ein Spiegel. Ja, damit spielt er und liegt hier neben mir. Emerson. Ari hat hier auch so ein kleines Holzspielzeug, auch so eine kleine Raupe. Ja, jetzt willst du das haben, ne? Momentan ist das so, dass man, egal was man ihm zeigt, will er das haben. Also, wenn ich ihm jetzt hier, ist auch seine Trinkflasche, wenn ich ihm das zeige. Guck mal, will er dann das haben? Und das andere lässt er dann los. Hier, trink ein bisschen was. Dein Tee. Ja, super. Halt fest. Ja, sehr gut machst du das. Sehr, sehr gut machst du das. Also ich muss nur noch meine Haare föhnen und mich dann umziehen. Und den Kleinen hier duschen wir kurz ab. So, wir haben gerade geduscht. Und Ari hat super mitgemacht. Okay? Wuschelhaar. Wow. Wow. Ja, dein Spielzeug. Jetzt ziehe ich ihn schnell an und föhne ihm die Haare und dann fahren wir los. Gell, mein Schatz? So, Ari ist jetzt fertig. Und zwar hat er hier einen Pulli vom Blue Seven an, habe ich bei Baby Walz bestellt. Und eine Hose von Name It. Und hier Säckchen von H&M. Und hier ist noch so eine süße Mütze dabei, bei der Hose. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Der Ari ist direkt eingeschlafen. Ganz friedlich. Wir sind jetzt angekommen und Ari schläft immer noch. Da sind die anderen. Wir sind jetzt im Luisenpark. Das Wetter ist echt top, ist nicht zu heiß und die Kleinen von meiner Freundin, die spielen hier fleißig. Ist sie süß mit der Schippe. Ja. Und wir freuen uns schon, wenn die zwei anderen Kleinen hier auch rumtoben können. Keine Felsen hier. Du denkst dich, was hat die Mama da für ein Baby in der Hand? Ui, guck mal. Wie soll das, gell? Nein? Warum nicht? Nein? Nein? Ein Schutzhaft für Bebek langsam. Bebek oder wie Bebek? Oder wie Bebek sind will? Ja, sehr schön hier. Hier ist auch ein See. Kann man irgendwie, glaube ich, irgendwie Boote aufleihen oder so mit dem Fahren. Okay? Geht aber mit so zwei Kinderwegen nicht so gut. Ja. Eine kleine Futterpause für die Babys. Negativ. Wir essen hier sowas. Da wird Kekse gegessen.
Seite noch ein paar. Da hinten so viele schöne Blümchen. Und jetzt überlegen die da vorne, was wir so essen können. Ne? Mäuschen. Das wissen wir noch nicht. Mal schauen. Ja, wir gucken uns hier alles genau an. Wir sind jetzt bei unseren Freunden. Und die Kleine hier hat eben ein bisschen geschlafen. Und sobald ich ihn hier hingelegt habe, ist er natürlich aufgewacht. Ist aber noch müde. Mal gucken, ob er nochmal einschläft. Aber gerade ist natürlich alles total spannend, weil er nicht zu Hause ist. Gell? Der Poster noch. Hier ist ein Zwerg, ey. Hier, guck mal. Freust du dich? Ja, der. So, wir sind jetzt endlich zu Hause angekommen. Es ist so ungefähr 1 Uhr. Wir sind total müde. Und der Ari schläft natürlich schon. Ich muss ihn jetzt leise und langsam ins Bettchen legen. Und dann schläft er bestimmt auch weiter. So, und damit beenden wir heute den Vlog.